Hallo Leute, es ist jetzt Anfang September und das Oktoberfest steht an und für mich steht auch der Cannstatter Wasen an. Oder generell Volksfest gibt es ja auch in jeder Stadt so ein bisschen verteilt, wo man dann vielleicht mal einen Dirndl trägt, sich eine Flechtfrisur macht und sich schön schminkt und so. So Oktoberfestmäßig eben. Und deswegen gibt es heute ein Get Ready With Me for Wiesn bzw. Oktoberfest. Ich zeige euch, wie ich meine Frisur gemacht habe. Ich zeige euch, wie ich mich geschminkt habe. Und natürlich, wie mein Dirndl aussieht und wo ich es her habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und lasst mir doch mal einen Kommentar da, wie das bei euch in der Stadt ist oder ob ihr irgendwo hingeht aufs Oktoberfest zum Beispiel. Viel Spaß! Zuerst trage ich die Illuminating Base von Trend It Up auf und zwar nehme ich dafür diesen Make-up-Schwamm, nehme mir so zwei Pumpstöße und verteile das im ganzen Gesicht. Dann benutze ich das Sheer Nude Make-up auch von Trend It Up und zwar ist das die hellste Farbe in der Farbe 010 und gebe das auch wieder hier drauf und verteile es im Gesicht. Dann benutze ich diesen Concealer von Astor, das ist auch die allerhellste Farbe und mache das auf das Make-up-Schirmchen auf die pinke Seite drauf. Dann pudere ich das Ganze mit dem All Matte Fixing Powder von Essence ab. Als nächstes nehme ich MAC Harmony und so einen angeschrägten Pinsel und konturiere mein Gesicht. Als nächstes benutze ich von Trend It Up das Blush in der Farbe 010. Dann benutze ich von Sleek diese Highlighter-Palette und zwar benutze ich hier den allerhellsten Ton und highlighte mein Gesicht. Jetzt fange ich mit dem Augen-Make-up an und zwar benutze ich da wieder MAC Harmony und einen Blenderpinsel und trage mir das in der Lidfalte auf. Dann benutze ich von Maybelline diesen Color Tattoo, das ist die Farbe 65 Pink Gold und das glänzt so mega schön, da gehe ich einfach mit dem Finger rein. Und trage das außen am beweglichen Lid auf und verblende das dann so ein bisschen nach innen. Dann nehme ich diesen Kajal von Zu Eva. Das ist ein ganz toller, heller, scheinender Kajal. Den trage ich hier im Außenwinkel auf und so ein bisschen bis zur Mitte des Auges. Auch nicht direkt auf der Wasserlinie, sondern ein bisschen drunter. Und den trage ich auch nochmal hier oben am Wimpernkranz leicht auf. Und den könnt ihr dann mit dem Finger nochmal so leicht verwischen, dass es so einen kleinen Smoky Liner gibt sozusagen. Also dass es nicht so exakt ist, sondern so ein bisschen versmoked einfach. Und dann tusche ich noch meine Wimpern. Ich trage jetzt zum Abschluss noch ein Buttercloss von NYX auf. Und zwar ist das die Farbe BLG 04. Und ich finde es toll, dass die so krass decken und trotzdem so richtig schön glossy sind. Nachdem ich meine Augenbrauen jetzt gefärbt habe und die in dem Kameradisplay doch recht gut aussehen, habe ich ganz vergessen, dass ich die natürlich auch noch ein bisschen nachziehe. Ich habe ja trotzdem so ein paar kleine Lücken. Dafür nehme ich von Trend It Up den Waterproof Brow Liner. Und den kann man hier so rausdrehen. Dann ist das hier so ein angeschrägtes Stiftchen. Und damit fülle ich jetzt einfach meine Lücken aus und ziehe die nochmal so ein bisschen nach. Und jetzt ist mein Make-up fertig. Jetzt fehlen natürlich noch die Haare und weil ich sehr lange Haare habe, also wirklich, die gehen bis zum Bobbes, kann es ein bisschen schwieriger werden bei mir mit Flechten und so, aber ich wollte trotzdem was flechten. Ich habe vor, mir quasi einen Zopf komplett außenrum zu flechten und das werden wir jetzt einfach mal probieren.
Ich kämme dafür erstmal alle Haare nach hinten und mache mir hier hinten jetzt quasi drei Partien, als würdet ihr einen ganz normalen Bauernzopf flechten. Und dann fangt ihr an zu flechten, aber ihr flechtet nicht nach unten, sondern ihr flechtet direkt zur Seite. So, ganz unten, wenn ihr mit dem Zopf fertig seid, befestigt ihr den hier mit einem Haargummi. Da gibt es diese ganz, ganz kleinen Mini-Haargummis beim DM. Ihr könnt aber auch ein normales nehmen und versteckt das dann am Schluss. Und dann haben wir ja extra schon mal in die Richtung geflochten. Den Zopf legt ihr dann hier oben rum und versteckt ihn hier hinten. Wenn ihr nicht so lange Haare habt und Probleme habt, den Zopf rumzukriegen, dann müsst ihr nicht hier hinten anfangen. Ihr könnt auch hier hinterm Ohr anfangen und einfach nur hier hinter das andere Ohr flechten. Das ist auch gar kein Problem. Also ich mache das jetzt hier so rum. Und hier hinten verstecke ich das quasi unter den anderen Haaren und mache das dann mit ein paar Haarnadeln fest. Ihr könnt es natürlich, wenn es nicht gut genug hält, auch nochmal hier oben ein bisschen feststecken. Oder wenn ihr länger unterwegs seid, würde ich euch das sowieso empfehlen, auch nochmal alles richtig fett mit Haarspray voll zu sprühen. Und dann könnt ihr euch hier vorne noch so ein paar Strähnchen raushängen lassen, damit es einfach noch ein bisschen lockerer aussieht. Ihr könnt euch auch gerne den Zopf nochmal ein bisschen lockern. Es wird dann alles so ein bisschen mehr messy. Also das könnt ihr so machen, wie es euch am besten gefällt. Ich finde es jetzt so eigentlich ganz schön. Auch dadurch, dass ich so ein Ombre in den Haaren habe, finde ich es eigentlich ganz cool. Und jetzt fehlt natürlich das Allerwichtigste, und zwar das Outfit. Ich habe mein Dirndl bei Alm Fashion bestellt. Und zwar ist es ein Krüger-Dirndl. Und mir hat super die Farbe und auch das florale Muster gefallen. Und ich muss sagen, dass es echt hochwertig verarbeitet ist. Und ich setze euch natürlich den Link von meinem Dirndl auch unten in die Infobox. I forgot your name, don't remember where we met. But what I do recall is the shit you put me through, but not you. Maybe I need some therapy to bring back the sweet memories. The scars are a proof that it's true.